Ich suche weiter. Wie lange macht Johnny jetzt weiter? So, hallo liebe Teilnehmer. Es gibt gerade noch ein kleines technisches Problem mit dem Webinar-Tool. Hallo Otto Rudloff, Sie haben es jetzt auch hierher geschafft. Es gibt gerade leider noch ein Problem mit dem Tool bzw. mit der Kameraeinstellung beim Weingut Landgraf und wir vermissen auch noch den einen oder anderen Teilnehmer. Nichtsdestotrotz fangen wir jetzt trotzdem an oder beginnen das Webinar schon mal mit dem Thema einfach nur, dass einfach mal alle verstehen sollten. Heute sieht man jetzt zunächst den Winzer noch nicht. Wir versuchen das im Hintergrund zu lösen. Unser heutiger Gastgeber ist das Weingut Landgraf. Und normalerweise würdet ihr den André Landgraf jetzt hier sehen. Weingut Landgraf sitzt in Saulheim, sieht man hier auf der Karte ganz gut, nämlich direkt in Wörstadt, in Saulheim. Das ist neben Wörstadt, deswegen habe ich es jetzt auch gleich falsch ausgesprochen. Saulheim liegt, wenn man hinfährt, also in so einem Kessel könnte man sagen, in so einer Arena. Und man fährt über so einen Hügel nach Saulheim rein und es ist ganz idyllisch, weil es ist wirklich ringsum von so einem Kessel, von so einer Arena umgeben. Es ist also ganz, ganz eindrucksvoll, wenn man das erste Mal nach Saulheim fährt. Ja, Saulheim liegt direkt im schönen Rheinhessen und ist auch wirklich ein guter Ort, um nicht nur Riesling, sondern auch Grau- und Weißburgunder anzubauen. Und deswegen und nicht zuletzt, weil Weingut Landgraf sich sehr, sehr gut auf das Thema Weiße Burgunder versteht, haben wir heute dreimal Burgunder in der Verkostung. Und während wir jetzt noch auf den André warten, würde ich Sie alle bitten, einfach schon mal den ersten Wein. Und ich denke, wir starten mit dem Grauburgunder Trocken. Dass wir uns den Sie hier oben ganz außen rechts bei mir im Bild sehen, dass wir uns den vielleicht alle schon mal ins Glas eingießen. So, cheers an alle. Ich hoffe, es geht auch einigermaßen so. Weingut Landgraf, und das muss man einfach auch kennen und verstehen. Also alles, was wir heute hier verkosten, ist Bio-Qualität und nicht erst seit vorgestern, sondern schon seit vielen, vielen Jahren. Und ich lasse Sie jetzt erstmal mit dem ersten Eindruck zu dem Grauburgunder allein und gehe einmal kurz raus zur Technik, um das noch kurz zu klären. Ja. Danke. André, hallo? Ja? Du kannst, also vielleicht machen wir das heute hier jetzt einfach so wie sonst in einem Podcast. Ja. Und man hört dich ja im Webinar-Tool dann und vielleicht probieren wir es einfach nur so, weil wir haben jetzt einfach schon mal den Grauburgunder uns alle ins Glas gegeben und vielleicht erzählst du uns einfach was zu den drei Weinen, auch wenn wir dich jetzt nicht optisch sehen. Okay, ich versuche. Magst du mal ganz kurz Hallo zu allen sagen? Jetzt ist er leider ganz weg. Das ist natürlich doof. Aber wir kümmern uns gleich darum. Also wir haben heute beides. Wir haben heute Guts-, Orts- und Lagenwein.
von der Partie. Grau und Weißburgunder deshalb, weil das auch wirklich eine der Kernkompetenzen vom Weingut Landgraf ist. Hallo André, jetzt bist du bei uns, oder? Hallo Jenny. Hi. Hallo. Magst du mal, also wir sind jetzt einfach schon mal einen Step voraus. Ja, okay, es tut mir leid. Wollen wir gleich einsteigen? Bitte? Wollen wir gleich einsteigen und kannst du ein paar Worte zum Grauburgunder Gutswein sagen? Ja, auf jeden Fall. Also, vielleicht vorab, Weingut Landgraf, Familienbetrieb in Saulheim, im nördlichen Teil von Rheinhessen, mit 20 Hektar Rebfläche. Und wir haben uns neben dem Riesling halt auf die Burgunder-Rebsorten spezialisiert. Die machen rund die Hälfte unserer Rebfläche aus. Und da zählt natürlich der Grauburgunder ganz stark dazu. Wir haben unsere Qualitätspyramide nach Gutswein, A2 und Lagenwein aufgeteilt. Und wir probieren jetzt den Grauburgunder Gutswein 2019. Das ist quasi unser Einstieg. Aber hier wird schon deutlich die Handschrift darauf hingearbeitet, dass die Handschrift des Weinguts erkennbar ist. Das heißt, nur gesunde Trauben werden verwendet, reife Trauben. Wir machen hier eine Maischestandzeit in der Basis schon von ca. 12 bis 16 Stunden und vergären die Weine ganz wichtig mit der eigenen Hefe, also spontan vergoren. Sodass wir hier einen Gutswein bekommen, der schon so ein bisschen von seiner Herkunft berichtet, die Landgraf-Handschrift trägt und natürlich auch Spaß macht zu trinken. Und das sollte ja ein Gutswein machen, er sollte einen gewissen Trinkfluss haben. Als Alltagswein, sage ich mal, aber natürlich auch den gewissen Anspruch an die Herkunft stellen. Also ich finde, der zeigt schon sehr, sehr gut, was du kannst, ja. Und es spürt bei diesem Wein so eine gewisse mineralische Raffinesse, ja. Also der hat am Gaumen auch was sehr, sehr Kühles, ja. Genau. Ein bisschen Metallisches vielleicht auch, ja, aber ich mag das ganz gerne. Ja. Kühl, elegant ist eigentlich das Thema bei uns, weil ich sagte ja, im nördlichen Teil von Rheinhessen, wir haben Mergelverwitterungsböden aus dem Tertiär, also sehr kalkhaltige Böden. Und das mag nun mal der Burgunder. Ja? Und gerade auf diesen Böden bekommen wir diese elegante Note. Und das ist das, was wir halt einfach in den Wein transportieren wollen. Die Finesse, die Eleganz, lang im Mund, lang im Abgang. Einfach ein Wein, der auch Spaß macht, mehr zu trinken. Das zweite Glas und wenn es geht, vielleicht auch das dritte Glas zu trinken und nicht ein Wein, der einfach nach dem ersten mich fertig macht und platt macht. Ja, das ist eher nicht gewollt. Und das ist natürlich beim Grauburgunder auch so eine gewisse Herausforderung, weil Grauburgunder ja leider Gottes oft sehr eindimensional daherkommt. Und deswegen achten wir hier ganz stark darauf, dass der Wein, die Trauben reif geerntet werden, aber nicht überreif, dass wir am Ende doch einen moderaten Alkoholgehalt haben und vielleicht auch nicht in die wärmste Lage gehen mit dem Grauburgunder, sondern eher in etwas kühleren Lagen platzieren, damit er lange Zeit hat zu reifen, um eben diese eleganten Noten zu entfalten. Also der Louis äußert sich gerade ganz positiv über die überraschend zarte Säure, meint dann vielleicht auch noch ein bisschen neckisch, wir rechnen nach Flaschen. Ja, ich ja auch. Ich finde, es ist ein bemerkenswert mineralisch strukturierter Grauburgunder, ja, der überhaupt nicht in dieses Kitschige geht. Ja. Also es gibt ja austauschbar viele Grauburgunder auf dem Markt mit dieser klassischen Birnen, ja, Primärfrucht in der Nase. Und nichts dergleichen findet man hier. Also das ist schon ganz, ganz großes Kino und auch überhaupt nicht banal am Gaumen. Ja. Ja. Es ist ein super straffes Programm und es hat trotzdem noch, für mich hat es immer noch ausreichend burgundischen Schmelz. Genau, genau. Auch nicht mehr, aber es gibt sicher welche, die es anders kennen oder wollen. Aber ich finde das super pointiert und super, ein sehr, sehr schöner, schlanker Stil, der auch nicht zu warm ist. Absolut. Ich versuche jetzt gerade mal parallel auf dem zweiten Gerät das Ganze hier zu starten. Vielleicht funktioniert es ja dann mit der Optik. Aber das ist halt das, genau, wo es uns drauf ankommt. Dass
Jetzt ist der André leider gerade weg, weil er gerade noch mal versucht, das technisch möglich zu machen. Ich habe gehört schon von anderen Winzerkollegen aus Rheinhessen, dass es dieses Jahr ganz, ganz wenig Grauburgunderernte gibt. Und das nicht nur in Rheinhessen, sondern auch generell auch in anderen Anbaugebieten. Und vielleicht können wir den André auch gleich noch fragen, wie es jetzt mit der Ernte 2020 war. Der Louis zieht gerade einen ganz, ganz prominenten Vergleich mit frischen Abfüllungen von Fritz Keller. Muss ich sagen, habe ich in letzter Zeit zu wenig im Glas gehabt, als dass ich das bejahen könnte. Aber werde ich mal zum Vergleich ziehen. Okay, Louis hat es scheinbar gerade da stehen. Auch gut, geil. Jetzt kommt was jetzt? Nein, leider nicht. Tut mir leid, dass das heute alles so ein bisschen unrund und auch abgehackt ist. Was ein großer Vorteil vom Ort Saulheim ist, ist, dass es fast keine Flurbereinigung gab in dem Ort. Der Otto meint gerade noch zum Thema Grauburgunder, runder Gesamteindruck, gut als Einstieg 2019. Also ich finde auch in der Einstiegsqualität, also in der Gutsweinqualität, ist das echt eine sehr, sehr schöne Qualität. Ja, also nochmal, um zu sagen, rings um Saulheim. Saulheim ist eigentlich wirklich noch sehr, sehr schön. Also die ganzen Weinbergslagen sind super noch mit schönen kleinen Hecken eingefasst, wo du wirklich auch noch seltenen Vogelbestand hast, sehr, sehr nah an der Natur bist, wo du eine große Artenvielfalt hast. Das ist wirklich beeindruckend schön dort. Und Saulheim hat halt auch Lagen wie die Saulheimer Hölle, die wir heute noch verkosten werden, die einfach auch einen wirklich dominant hohen Kalkanteil haben. Und das kommt natürlich den Weinen aus dem Ort und rings um den Ort wirklich auch zugute. Andrea ist im November in Rheinhessen und wird sicher das Weingut besuchen. Das solltest du auch, denn wenn man zum Weingut fährt, das ist wie so ein, du fährst wie ins Paradies. Das Weingut liegt, früher hätte man gesagt, das ist so ein Aussiedlerhof. Ja? Also das Weingut liegt ein bisschen außerhalb vom Ort. Und wenn man aus der Tür raustritt vom Weingut oder aus dem Hoftor schaut, dann schaut man direkt auf die Weinberge. Die Restzucker- und Säurewerte hättest du gerne, Louis. Ja, das verstehe ich. André, hörst du uns? Ich höre euch wieder. Hört ihr mich? Kannst du uns die vom Grauburgunder ganz grob die Analysewerte sagen? Genau, der Grauburgunder hat eine Restsüße von 4,2 Gramm pro Liter und eine Säure von 5,6. Mega. Ja. Also. Und das ist ja auch so der Punkt, der uns ganz wichtig ist, dass wir den Weinen A sehr viel Zeit lassen im Ausbau. Es kommt schon daher, dass wir mit der eigenen Hefe vergären. Eine Vergärung, also eine Spontangärung, dauert immer in der Regel länger wie eine Gärung mit einer Reinzuchthefe. Und wir die Weine und dann auch bis in das neue Jahr hinein auf der Hefe reifen lassen, entwickeln lassen, sodass wir halt eine gewisse Harmonie haben. Sodass wir mit relativ wenig Restsüße auskommen und eine weiche Säure haben. Und das wird sich auch in den anderen Weinen nachher auch weiterhin zeigen. André, es gab hier gerade schon eine gewisse Adelung. Ja? Der Louis hat nämlich gesagt, dass man deinen Grauburgunder sehr gut mit frischen Abfüllungen von Fritz Keller vergleichen kann. Ja, schön. Und wenn der nicht der Rudländerpapst Deutschlands ist, dann weiß ich auch nicht. Ja, das höre ich gern. Ich habe gerade schon ein bisschen von Saulheim geschwärmt ja. Und dann haben sich auch gleich die ersten angekündigt, die dich gerne im November mal besuchen wollten. Sehr gerne. Wir haben im November schon ein bisschen davon erzählt, dass du schon nicht erst seit gestern Bio bist, sondern du hast schon viele, viele Jahre Erfahrung mit dem Bioanbau, ne? Ja, wir haben 2007 offiziell angemeldet, haben die Jahre davor natürlich schon nach den Richtlinien gearbeitet, um es halt auch gerade auszuprobieren und zu testen, dass wir damit zurechtkommen und haben es dann 2007 angemeldet, sodass 2010 der erste Jahrgang zertifiziert war oder ist.
Seit 2010 ist alles zertifiziert. Wir machen auch nur noch Bio-Weine, nichts anderes. Seitdem man bekommt natürlich mal eine Flasche dazu, dann hast du was in der Umstellung, aber ansonsten ist alles 100% biologisch. Ist für uns ein Baustein in der Qualitätsphilosophie, weil wir der Meinung sind, wenn wir nichts in den Weinberg reinbringen, brauchen wir später im Wein nichts mehr rausholen, also was nicht reingehört. Deswegen organischen, also keinen mineralischen Dünger, keine chemisch-synthetische Pflanzenschutzmittel. So habe ich die Möglichkeit, in der Weinbereitung komplett auf Schönungsmittel zu verzichten, habe die Möglichkeit, mit der eigenen Hefe zu vergären. Und das war für uns so der Hauptgrund oder ein ganz, ganz wichtiger Grund, warum wir auf einen ökologischen Weinbau umgestellt haben. Natürlich geht es darum, die Nachhaltigkeit, den Boden sauber zu halten und auch an die Zukunft zu denken. Aber für uns war es auch wichtig, dass wir mittel- bis langfristig unsere Weinqualität verbessern und auch die Stilistik verändern, mehr zu den mineralischen Weinen hinkommen, weil wir eben dem Rebstock kein Dünger von oben geben, sondern die Rebstöcke letztendlich dazu zwingen, tief in den Boden zu wurzeln. Und ich finde, das hat sich auch die letzten Jahre geschmacklich bemerkbar gemacht bei uns, diese Entwicklung. Jetzt, ich habe gerade schon ein bisschen von Saulheim geschwärmt und auch das, dass man, wenn man zu euch fährt oder in den Ort reinfährt, dass ihr so ein bisschen in so einer Tallage, in so einer Talsenke, wie in so einer Arena, wie in so einem Kessel liegt, ne? Ja. Und ich glaube auch das ganze Thema Flurbereinigung, ja, hat bei euch nicht so hart stattgefunden oder gar nicht, ne? Ja, also Saulheim hat über 500 Hektar Weinberge, also ist eine relativ große Weinbaugemeinde. Und hat lediglich 10%, also 50 Hektar sind flurbereinigt. Alles andere ist noch ursprünglich. Also das ganze Weinbaugebiet wurde weder eine Wegebereinigung noch sonstiges gemacht. Das ist wirklich zum Teil kreuz- und querziehend. Sehr individuelle kleinklimatische Bedingungen. Ist zwar von der Bewirtschaftung her nicht immer einfach, gerade auch im ökologischen Weinbau mit der Unterstockbearbeitung, aber was halt den Boden angeht und auch die Qualität und das, wie gesagt, das Mikroklima ist es natürlich schon irgendwo für uns einzigartig und ganz, ganz wichtig. Jetzt ist natürlich Weißburgunder schon eins deiner Hauptthemen mit, ne? Ja. Und deswegen haben wir ja heute auch noch einen Saulheimer Weißburgunder, also einen Ortswein Weißburgunder mit dabei. Und da würde ich sagen, dass wir uns den jetzt schon ins Glas geben. Und ich glaube, es wird allen helfen, also wenn sie es noch nicht gemacht haben, wenn ihr euch die Weißburgunder Hölle, den es dann im Anschluss gibt, auch schon öffnet. Auf jeden Fall. Weil das sind alles Weine, also beide eigentlich, die ein bisschen Luft vertragen können. Auf jeden Fall. Immer die Weine gerne ein bisschen früher öffnen, auch schon mal ins Glas gießen, damit sie sich einfach schon mal ein bisschen entfalten können. Und ich glaube, der Louis wollte gerade noch hören, wie alt deine Weinreben sind. Von bis? Von bis. Also ich glaube, jetzt mal beim Grauburgunder ist es vielleicht nicht so spannend, oder täusche ich mich, aber gerade vielleicht, wenn wir sagen Weißburgunder und dann natürlich auch aus der Lage Hölle vielleicht auch nochmal speziell, ne? Ja, also ich muss dazu sagen, dass wir halt schon, ich sag mal, Ende der 90er sehr unseren Sortenspiegel im Weingut radikal geändert haben. Weg von den ganzen Neuzüchtungen, wie man sie in Rheinhessen hatte, von dieser Sortenvielfalt hin auf die Spezialisierung Riesling zum einen und dann die Burgunder-Rebsorten im anderen, der Weißburgunder, Grauburgunder und Spätburgunder hier im Fokus. Sodass wir natürlich schon auch eine Weißburgunderanlage haben oder eine Spätburgunderanlage, die knapp 20 Jahre ist, aber auch Anlagen, die natürlich jünger sind. Aber hier ist auch entscheidend die Genetik, die Art des Landgutes, was wir ausgesucht haben, und B, natürlich auch die Bewirtschaftung eines Weinbergs, um halt entsprechend die Qualität zu erzeugen. Und da wir die letzten Jahre oder die letzten 20 Jahre diesen harten Schritt vorgenommen haben, werden unsere Weinberge jetzt jedes Jahr älter und die Qualität letztendlich profitiert davon. Ja,
Magst du zwei, drei Worte, weil ich gehe davon aus, dass wir jetzt alle schon den Saulheimer Weißburgunder im Glas haben. Magst du uns ein paar Worte zu deinem Ortswein sagen? Das heißt, ja, auch Wiese gemacht, genau. Der Saulheimer Weißburgunder, also Ortswein, ist bei uns eine Selektion aus den besten Lagen, heißt aber auch aus den besten Weinbergen vom Weißburgunder, weil unsere Weißburgunder Weinberge alle in der Hölle stehen, die Hölle aber relativ groß ist. So haben wir hier einen kleinen Querschnitt aus verschiedenen Weinbergen. Hier sind wir natürlich im Vergleich zum Gutswein etwas extremer oder ein bisschen aufwendiger, was Anbau und auch Ausbau angeht. Also die Weinberge werden in mehreren Leseschritten geerntet, wird eine Vorlese gemacht und später dann das optimale Lesegut für den Ortswein geerntet. Wir sind hier intensiver, was die Maischestandzeit angeht. Hier gehen wir halt schon um die 18 bis 24 Stunden, lassen wir den Trauben auf der Maische ziehen, vergären in Stückfässern, nicht weingrün gemachten Stückfässern, die aber auch nicht getoastet sind. Also wir wollen jetzt hier keinen bewussten Holzgeschmack mit reinbringen, sondern eher das Holz haben, um die Reife zu fördern, um einfach die Eleganz besser rauszubringen. Und dann bleibt er auch länger auf der Hefe liegen. Das heißt, die Weine liegen bis Anfang April auf der Vollhefe, werden dann einmal filtriert und abgefüllt. Der Louis will gerade noch wissen, ob der auch spontan vergoren ist. Ich glaube, alle deine Weine sind auf eigenen Hefen vergoren, ne? Ab Gutswein aufwärts ist alles spontan vergoren. Wir haben noch was in der Literflasche, beziehungsweise auch so eine fruchtige Weinlinie Frohnatur, die sind dann mit Reinzuchthefe vergoren, weil sie halt eher primärfruchtig sind. Aber ab Gutswein aufwärts ist bei uns alles spontan vergoren. Genau, wann hast du denn damit begonnen mit dem Thema Spontanvergärung? Und wie viel, glaubst du, beeinflusst das Thema Hefelager deine Weine? Also angefangen ganz intensiv 2006. Ja. Mit der Spontangärung. Und das hat mich von Anfang an überzeugt, weil der Vergleich zu den Reinzucht vergorenen Varianten immer besser war. Egal welches Jahr, egal welche Rebsorte, es war immer das interessantere Endprodukt. Und deswegen haben wir dann auch ab 2006 ziemlich komplett auf die Spontangärung umgestellt, haben mittlerweile so viel Erfahrung, dass wir auch gut vergären, immer trocken vergären. Natürlich ist es arbeitsaufwendiger, weil wir es permanent kontrollieren müssen während der Gärung, sowohl analytisch als auch sensorisch. Wie gesagt, haben aber auch die Erfahrung mittlerweile, die Parameter, worauf wir reagieren müssen, damit die Weine immer komplett durchgären, damit wir dann auch so einen Ortswein wie jetzt mit 1,1 Gramm Restzucker abfüllen können. Ist ja nur mit 1,1 Gramm Restzucker, also genau. Super trocken. Oh, hätte ich nicht gedacht. Hm? Genau, der hat zwar auch nur knapp 5 Gramm Säure, aber wie gesagt, 1,1 Gramm Restzucker. Wir versuchen, möglichst trocken zu arbeiten, weil wir da der Meinung sind, dass wir halt möglichst viel Sortencharakter mit in die Flasche bekommen und auch Herkunftscharakter. Weil je mehr in der Süße gehen, umso mehr runde ich das Ganze natürlich ab und verdeckt dann auch diese feinen Nuancen. Mhm. Das ist auch ein Parameter, um halt, wie gesagt, die elegante Linie fortzuführen. Wie viel ergibt der Temperaturunterschied der Saulheimer Kessellage zu anderen hessischen Ortslagen? Fragt der Otto. Er meint jetzt praktisch Temperaturunterschied zu Tag und Nacht oder jetzt einfach nur durch die Lage von Saulheim, von dem Ort selber. Ich habe halt gesagt, dass der ja wirklich wie so in der Arena liegt, ne? Mit den seichten Hügeln, das sind ja wirklich nur ringsum, ja. Was macht das aus? Gut, unsere Lagen erstrecken sich, das sind ja die Höhenmeter, die den Unterschied machen von den Temperaturen. Da differieren wir zwischen, soweit ich weiß, zwischen 100 und 220 Höhenmetern, wobei wir in den niedrigen Lagen keine Weinbergen haben. Es ist klar, dass ich glaube, entscheidender ist es vielmehr, ist die Lage nach Süden ausgerichtet.
ja, wo der ganze Tag die Sonne draufsteht und dann im Kessel, der Kessel sich aufheizt und auch die Wärme lang stehen bleibt. Oder habe ich eine Lage, die eher dann ein bisschen windoffener ist, die eher vielleicht auf dem Plateau ist, auf dem Kalkplateau, was wir hier haben, um da einfach etwas kühlere Temperaturen zu haben. Ja. Was halt vielleicht, das ist ja das, was ich meinte, Saulheim auch so ein bisschen auszeichnet, oder was, worauf ich oft angesprochen wurde, weil dass unsere Weine so elegant sind, so feingliedrig, ist, dass wir in unserer Region vielleicht einfach die kühlen Nachttemperaturen vielleicht ein bisschen intensiver haben, wie es in anderen Gegenden ist. Und dadurch halt die Trauben immer sehr, sehr lange Zeit haben zu reifen. Also ich habe mir jetzt den Weißburgunder ein bisschen spät geöffnet, weil ich einfach es verpasst hatte, den Saulheimer. Und finde ihn aber sensationell schön. Das ist super, super elegante Weißburgunder Frucht, ja. Und der Körper ist wunderschön. Und man merkt halt einfach schon, also ich finde, dass man das schon spürt, dass es diese Struktur, die er am Gaumen hat, dass das schon auch durch den langen Hefekontakt kommt. Ja, das ist ja das, also das war ja die Frage, wo noch gestellt werde. Das lange Hefelager wirkt sich natürlich schon positiv auf die Weine aus. Sie werden zum einen stabiler und sie bekommen natürlich diese weiche Note. Säure wird sehr harmonisch eingebunden. Die Hefe wird ja auch immer mal wieder aufgerührt. Sie bekommen eine gewisse Komplexität. Gepaart mit der langen Finesse im Abgang. Von daher ist das Hefelager schon sehr entscheidend für unsere Weine, um sie halt möglichst trocken abzufüllen. Ja, ja, mega gut. Also ich finde, es ist ein super gelungener, sehr schöner, sehr eleganter Weißburgunder, der ein bisschen so eine kleine salzige Spur Mineralität auch drunter hat. Die Petra würde gerne wissen, wo liegen wir hier preislich? Also hier liegen wir bei einem Endverbraucherpreis von 12,50 Euro. Bei dem Saulheimer Weißburgunder. Gutswein waren wir 8,50 Euro und hier jetzt 12,50 Euro. Finde ich immer noch sehr, sehr fair, muss ich sagen. Sehr schön. Mir gefällt halt auch wirklich, wie rund er ist, wie angenehm, und auch der Schmelz ist wirklich schön. Auch der Louis sagt sehr schön, Value for Money, erstklassig, ja. Kann ich nur so unterschreiben. Ja, sehr schön. Ich finde auch sicher ein Top-Speisebegleiter, mega. Mega gut. Also hier freuen sich gerade alle über die Schönheit dieses Weins, und ich hoffe, es geht auch allen anderen Teilnehmern, die vielleicht so ein bisschen verhaltener sind, in dem, ob sie jetzt was in den Chat schreiben, genauso. Ja, lass uns ruhig schon mal zur Weißburgunder Hölle übergehen, denn das ist ein Wein, den muss man noch viel länger, finde ich, im Glas haben, ja. Und der darf ruhig auch Luft haben und den darf man ruhig 2, 3, 4 Mal trinken, ja. Ja. Bis er sich einem auch erschließt, denn das ist schon ein richtig großes Gerät, was jetzt kommt, eine richtige Steigerung auch nochmal, ja. Das ist einfach auf einem Top-Niveau, das ist wie GG-Niveau, das ist Jahrgang 2017. André, ist das auch der aktuelle Jahrgang? 2017 ist aktuell, 2018 wurde, ist jetzt ganz frisch in den Verkauf gekommen. Wir handhaben das bei der Hölle so, sowohl beim Weißburgunder auch wie beim Spätburgunder, da die ja schon hier ein bisschen intensiveren Holzeinfluss haben, dass wir die nochmal ein Jahr nach der Füllung auf der Flasche liegen lassen, bevor wir sie in den Verkauf geben. Deswegen ist jetzt 2018 in den Verkauf gekommen, ganz frisch. Präsentiert sich aber immer noch sehr jung, deswegen ist eigentlich 2017 nach wie vor aktuell und auch einfach der schönere aktuell zu probieren. Hölle ist bei uns der Name der Lage. Saulheimer Hölle ist sogenannter Lagenwein, also Spitzenwein in unserem Sortiment. Wenn wir von einem Lagenwein sprechen, dann ist es immer ein einzelner Weinberg. Ich hatte es ja erwähnt, Saulheim mit seinen 500 Hektar Rebflächen und 5 Hauptlagen bringt natürlich mit sich, dass die Lagen in sich natürlich auch variieren.
Und deswegen macht es bei uns nur Sinn, wenn es ein bestimmter Weinberg ist. Und das ist auch jedes Jahr der gleiche Weinberg im Herzstück, also in dem Bereich der Lage, wo wir der Meinung sind, dass es den Charakter am deutlichsten widerspiegelt. Und die Saulheimer Hölle ist ein reiner Südhang, ist bei uns im Weingut die wärmste Lage, ist Südseite eines Kalkplateaus. Das heißt, ich habe hier zum einen den Einfluss der Sonne, die Wärme, aber auch gleichzeitig den Einfluss vom Kalk sehr deutlich, sodass wir hier, oder dass die Weine sich aus der Hölle, also wir haben sowohl Riesling, Spätburgunder als auch Weißburgunder aus der Hölle, charakterisieren, indem sie halt zum einen also kräftig, opulent, warm sind von der Süße, aber im Abgang elegant und diese salzige Mineralität haben. Also der Louis ist immer noch beim Vergleich zum Keller hängen geblieben. Ja? Der muss immer noch an Keller denken, wenn er jetzt seine Weine verkostet. Sagt, wow, sensationell. Ich muss allen Teilnehmern sagen, das ist eine Wuchtbrumme. Natürlich ist das Holz erstmal da. Ja? Und ich glaube, wenn ihr das morgen nochmal probiert, dann kommt noch mehr diese Struktur von dem Wein und vielleicht auch noch mehr dieses Kalkschwänzchen, das der hinten raus auch hat, zur Geltung. Genau, die Luft oder wenn man den Wein jetzt aufmacht, dann vielleicht auch dekantieren, das hilft auch nochmal, damit er sich einfach nochmal viel, viel besser präsentieren kann. Ich habe die Flasche schon vor 2 Stunden aufgemacht, da ist es nochmal anders. Es hilft dem Wein einfach, wenn er ein bisschen Luft bekommt. Zum Ausbau im Prinzip steigern wir uns wiederum hier gegenüber dem Ortswein, das heißt noch geringere Erträge, noch länger auf der Maische und im Vergleich zum Ortswein sind wir hier im Tonneau, also die werden im Tonneau ausgebaut, ja. Circa 12 Monate und dann unfiltriert abgefüllt, also quasi wie ein Rotwein, komplett ohne Filtration, deswegen sind wir hier auch komplett trocken durchgegoren. Hat analytisch noch 1,1 Gramm Restsüße. Ist das ganz Traubenpressung gewesen? Die Trauben werden schon eingemeischt. Entrappt, eingemeischt, stehen gelassen, kühl gelagert auf der Maische zwischen 24 und 36 Stunden und dann abgepresst und im Tonneau ausgebaut. Also der Louis schreibt gerade, er hat den Wein jetzt 30 Minuten im Glas und findet ihn Hammer. Der Otto sagt, nach 20 Minuten im Glas ist der Wein mit weniger Holz und die eigentliche Aromatik macht sich dann besser breit. Ja, das stimmt halt, ne? Genau, das ist halt das Thema Luft. Großes Glas ist ganz wichtig und wie gesagt, morgen probiert er sich mit Sicherheit noch besser. Genau, also bitte aufheben. Ja, also natürlich könnt ihr ihn gerne auftrinken, aber gerne mal über die Woche hinweg noch aufheben und jeden Tag mal ein Schlückchen probieren, der wird sich jeden Tag ein bisschen anders präsentieren. Genau, und das ist auch das, was typisch für unsere Weine ist. Wir haben keine Weine, die man aufmacht und extrem aus dem Glas schreien, sondern die sich halt etwas entwickeln müssen an der Luft. Und auch über Tage hinweg sich natürlich auch ein bisschen steigern und das Niveau auch gewisse Zeit halten. Langlebige Weine, die man locker über eine Woche hin trinken, probieren kann. Der Louis schreibt auch gerade noch, diese wunderbaren Orangentöne findet er super. Ja, deswegen hat der Wein bei ihm keine Chance, zu so lange zu überleben. Nein, und ich finde, an dem Wein erkennt man sehr gut, dass du deinen Wein Zeit gibst. Ja, denn das ist immerhin Wein Jahrgang 2017. Also man merkt, dass dass dem Wein auch Zeit gegeben wurde, ja, zu reifen und sich zu entwickeln. Ja. Und man merkt sehr gut, dass du auch den Umgang mit dem Tonneau über die Jahre schon perfektioniert hast. Ne? Ja, wir haben einen Küfer aus dem Burgund gefunden, der sehr gut zu unseren Weinen passt, zu unserer Stilistik. Wir sind aber auch ein bisschen weggekommen vom Barrique. Wir haben anfangs mehr im Barrique ausgebaut, sind eher ein bisschen zum Tonneau gekommen, weil es halt einfach die elegantere Note ein bisschen fördert im Vergleich zum Barrique, also das größere Volumen. 500 Liter hat sich für uns halt als das ideale Fass so rauskristallisiert die letzten Jahre in diesem Bereich. Ja, also alle Teilnehmer bestätigen das hier. Der Otto möchte den Wein gerne morgen zum Kalbstaxen genießen. Und die Petra meint auch, also nach 40 Minuten offen ist das ein riesiger Unterschied. Genau,
Ja. Otto schreibt dir noch, dass du ein klasse Sortiment hast. Das finde ich auch. Jetzt müssen wir natürlich noch auch verraten, wo liegt denn die Hölle preislich? Die liegt preislich bei uns im Verbraucher 23 Euro. Aber ich finde, das ist natürlich ein Riesenschiff von Wein, ja. Und auch ein Wein, in dem man sich so richtig reinfallen lassen kann, ja. Und es ist kein Wein natürlich, der bei so einer Quick and Dirty Weinprobe, so wie wir sie jetzt eigentlich auch machen, gewinnen kann, ja. Sondern das ist ein Wein, den muss man ja inhalieren, sich damit beschäftigen, in Ruhe verkosten, ja. Genau. Und am besten zu einem guten Essen ganz genüsslich genießen, ja. Ja. Deswegen, also vielleicht im ersten Moment viel Holz, klar, ja. Wenn man ihn dann ein bisschen offen hat, ist das auch schon, ist dieser erste Eindruck auch schon wieder verschwunden. Auf jeden Fall. Also das Holz soll nicht dominieren, das ist einfach nur der Ausbau im Fass, was dem Wein gut tut, der Sauerstoffaustausch. Und wir wollen keinen Wein machen, der primär nach Holz schmeckt. Das wäre die falsche Vorgehensweise. Hier spielt natürlich auch der Faktor Zeit eine Rolle. Je länger der Wein auf der Flasche ist, je länger er naja, auch im Glas ist, umso mehr tritt das in den Hintergrund. Und in Wein dieser Machart und gerade aus der Hölle hat auch ein super Alterungspotenzial. Und wie gesagt, je älter er auf der Flasche wird, umso harmonischer und eingebundener ist die ganze Geschichte dann am Ende. André, wie viele gereifte Jahrgänge hast du denn für dich sozusagen zurückgelegt von der Hölle, Weißburgunder? Hast du da selber reifere Jahrgänge bei dir im Keller liegen? Auf Reserve? Ja, also von den Lagenweinen auf jeden Fall, quer durchs Sortiment. Weißburgunder Hölle ist bei uns noch nicht so lange im Sortiment. Da war der erste Jahrgang 2011, als wir den Wein ins Sortiment gebracht haben. Und da gibt es natürlich auch noch Flaschen von. Beim Riesling Schlossberg ist so unser ältester Lagenwein. Da geht es zurück bis 2005. Da muss ich aber auch dazu sagen, dass ich erst seit 2005 die Weine im Weingut mache, weil vorher mein Bruder noch mit im Weingut war, der damals hauptverantwortlich für den Keller war. Okay. Deswegen bei uns die Zeitrechnung seit 2005 etwas neu gestartet wurde. Okay. Hat sich die Weinstilistik dann auch nochmal geändert? Richtig? Was ist so deine Handschrift, ganz klar? Wir haben eine ähnliche Idee, aber die Handschrift im Kleinen ist natürlich unterschiedlich. Ja. Und jeder hat eine gewisse andere Vorgehensweise. Ich sage mal, das Grundgerüst ist ähnlich. Aber wie gesagt, das ist wie wenn zwei verschiedene Köche das gleiche Gericht kochen. Es kommt immer am Ende was anderes raus oder der Unterschied raus. Und so ist es beim Weinmachen letztendlich auch. Natürlich feilt man auch an der Qualität, man entwickelt sich weiter persönlich und auch die Qualitätsschraube wird immer weiter angezogen und so wird auch eine Stilistik immer genauer definiert oder weiter geschliffen. Ist schon klar. Wie war denn, das habe ich nämlich eingangs gesagt, als du nicht da warst, ich habe schon ganz viel gehört, in Rheinhessen, Grauburgunder lese schlecht. Wie war das Weinjahr 2020 für euch? Grauburgunderlese war nur mengenmäßig schlecht. Qualitativ war sie sehr gut. Grauburgunder war nur von der Menge recht verhalten. Und da rede ich jetzt nicht von den Hektar Höchsterträgen, sondern von unserem Durchschnittsertrag. Grundsätzlich bin ich sehr zufrieden mit der Lese, mit der Ernte. Es war eine sehr kompakte Ernte. Es war so mein schnellster Jahrgang, den ich selbst erlebt habe. Das war auch der Jahrgang, der am frühesten fertig war. Wir hatten natürlich durch die Trockenheit und dann auch durch das warme Wetter gewisse Öxtle Explosionen gehabt, gerade bei den Burgundern, sodass es doch schon notwendig war zu ernten. Also wir haben jetzt aber nicht hektisch geerntet, wir haben alles nach und nach abernten können oder lesen können. Ziemlich optimal auf den Punkt. Alles reif. Hier ging es natürlich auch darum, dass wir nicht überreif ernten, was in so heißen Jahrgängen oft das Thema ist, gerade auch mit den geringen Erträgen. Und das haben wir, denke ich, ganz gut hinbekommen.
Mengenmäßig etwas besser wie 2019, aber leicht unterdurchschnittlich. Der Louis möchte gerne noch wissen oder meint, ob die Böden bei dir, André, nicht auch ideal wären für Chardonnay. Da sind sie. Wir haben auch Chardonnay im Sortiment. Natürlich nicht in der Breite wie jetzt Weißburgunder oder Grauburgunder. Wir haben eine relativ für unsere Verhältnisse alte Chardonnay-Anlage, habe aber auch jetzt nochmal neue Genetik gepflanzt, haben einen Chardonnay-Kalkstein im Sortiment, der ähnlich ausgebaut ist wie der Weißburgunder Hölle, auch im Tonneau, komplett trocken, auch eher der elegante Weißburgunder Chardonnay. Und geplant ist es, dass im nächsten Jahr, oder wir haben jetzt einen gefüllt von 2019, kommt aber erst nächstes Jahr im Verkauf, ein Chardonnay mit einer Lage. Weil cool. Die Qualität für Kalkstein zu hoch war, sodass wir jetzt hier einen Lagenwein draus machen. Ja, verstanden. Der Louis ist schon ganz angefixt und sagt, den würde er dann gerne direkt bei euch vor Ort verkosten. Ne? Generell ist es natürlich schon so, dass ihr alle herzlich eingeladen seid, auch den André mal zu besuchen. Ja? Am liebsten natürlich mit Ankündigung vorweg. Sehr gerne. Wir haben auch Anfang November unsere Jahrgangspräsentation. Da haben wir jetzt auch die Termine auf der Homepage stehen. Wer sich dazu anmelden möchte, ist herzlich willkommen. Ansonsten jederzeit Termin vereinbaren, vorbeikommen oder mich auch per E-Mail kontaktieren, dann schicke ich nochmal Preislisten, Informationen rum. Das hatte ich jetzt im Vorfeld nicht gemacht. Wer Interesse hat, jederzeit gerne. Genau, okay. Ansonsten, lieber André, jetzt haben wir natürlich dem Format so ein bisschen was genommen, weil wir dich als charmantes, hübsches Winzergesicht nicht dazu hatten, ja. Ich hoffe, die Teilnehmer verübeln es uns nicht und ich hoffe, es ist auch so gegangen, ja. Vielen Dank, dass ihr und Sie alle dabei waren. Merci. Möchtest du abschließend noch was sagen, André? Ja, es tut mir natürlich unendlich leid, dass das jetzt technisch nicht funktioniert hat. Hoffe trotzdem, dass es allen Spaß gemacht hat und dass wir ein bisschen was über unsere Weine näher bringen konnten. Und würde mich freuen, wenn es Rückmeldungen gibt, wenn es Fragen gibt oder dass man sich auch mal persönlich kennenlernt. Ansonsten danke ich für die Aufmerksamkeit. Wünsche alles Gute. Genau. Und bis bald. Okay, vielen Dank für alle, die dabei waren. Vielen Dank, André, für deine Zeit und die schönen. Hier schreibt schon jemand übrigens, ich bin im November vor Ort. Also, ja. Sehr gerne. Und was eine große Bereicherung heute war, der Josi Leubel schreibt noch spannende Essensbegleiter. Vielen Dank. Danke, Josi. Petra Hammerstein, vielen Dank. Auch danke an dich. Merci an alle. Servus. Papa. Ciao.